schaut mal, was ich bekommen habe. Pichu Post. Oh, ich freue mich richtig. Die liebe Pichu hat mich gefragt, ob ich das Osterkalenderbild painten möchte. Und ja, ich zeige euch das. Es ist leider schon ausverkauft. Ihr könnt aber gerne Pichu nochmal anschreiben. Wenn Bilder, die bestellt wurden, aber noch nicht, also nicht gezahlt werden bis zu einem bestimmten Zeitraum, dann werden die Bilder wieder freigegeben und ihr habt noch Chance, so einen schönen Osterkalender zu bekommen. Also schreibt Pichu gerne an oder geht gleich mal in ihre VIP-Gruppe Facebook, bei Facebook. Genau, die werde ich unten verlinken. Ja, wir packen sie aus und ich freue mich, dass ich das painten darf und euch zeigen darf. Und wir werden auf jeden Fall ein, zwei VIP-Chats dazu machen. Schaut gerne bei Instagram und bei Facebook immer in den Stories, werde ich dann auch. Ich versuche jeden Tag dann tatsächlich, weil das geht ja darum, dass man jeden Tag ein Feld paintet, 30 Tage lang. Man startet am 1. März und am 31. beziehungsweise 30. Ich weiß gar nicht, ob es der 30. März ist, wird dann das Bild fertig sein. Zu Ostern. Und es ist ein Überraschungsbild. Das zeige ich euch, aber wir packen es mal aus. Leider ist das so angekommen und ich dachte, oh Gott, hoffentlich ist alles drin. Ich hoffe, dass da nichts rausgefallen ist, weil hier ist wirklich so ein Krater von Loch. Wäre natürlich nicht so schön. So, ich muss mir noch meine Schere holen hinter mir. Wir packen es einfach aus und hoffen, dass alles da ist. Ich habe mit Pichu noch nie Probleme gehabt. Also da sind sie wieder sehr schlecht mit den Paketen umgegangen. Ich denke mal, dadurch, dass hier viel Luft ist, dass es dann eingedrückt wurde. Oh, wie cool. Ach nein. Wie süß ist das denn? Man hat sogar, wenn man das bestellt, einen Moment, ich bin schon ganz aufgeregt, bevor ich es ausgepackt habe. Oh, schwer. So, Karton einmal beiseite. Ich habe gerade gesehen, wir haben sogar von der lieben Heidi ein Duftwachs damit bei Pfingstrose. Passend zur Osterzeit. Oh ja, das riecht gut. Riecht nicht nach Pfingstrose. Dezent, aber es riecht gut. Richtig schön. Vielen, vielen Dank. Das werdet ihr wahrscheinlich alle dabei haben. Gehe ich ganz stark von aus. Richtig cool. Dankeschön. Und ja, ihr werdet dann auf jeden Fall in meinen Storys dann auch mitverfolgen können, wenn ihr wollt. Und dann painten wir das zusammen. Och, wie niedlich. Ich liebe ja Häschen. Und ich bin gespannt, welches Bild da rauskommt. Hallo, es ist endlich soweit und du hast dein Osterkalenderbild bekommen. Das Bild wurde von Valovanka gezeichnet und ist für jedes Osterevent geeignet. Es gibt für das Bild zwei Optionen. Du kannst es vom 1. März bis 30. März painten, jeden Tag ein kleines Kästchen. Oder wenn du keine Geduld hast, kannst du es auch schon vorher painten. Bitte aber darum, niemanden zu spoilern. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Osterbild. Ich werde auf jeden Fall jeden Tag ein Feld painten. Wenn ich nicht alles schaffe, dann hänge ich halt ein bisschen hinterher und muss vielleicht zum Schluss nochmal zwei Tage einlegen, aber das finde ich nicht schlimm. Es ist ganz schön eingepackt in passend grünem Seidenpapier. Dann ist hier noch ein süßer Sticker mit drauf. Happy Easter. Ja, wir packen es jetzt aus, nicht zuerst zu Ostern. Ich möchte euch das ja zeigen. Und könnt mir mal reinschreiben, ob ihr auch schon so einen Osterkalender ergattern konntet. Und wenn nicht, dann, wie gesagt, schaut unbedingt, schreibt ihr nochmal, ob vielleicht noch eins da ist, was nicht bezahlt wurde. Ansonsten sind sie leider weg. Alle ausverkauft.
Pichu macht öfters mal Bilder, die speziell in einer speziellen Stückzahl nur da sind. Jetzt zum Beispiel kommen auch Valentinstagsbilder und ich glaube, die sind auch limitiert. Finde ich ganz cool und ja. Und ich glaube, ein Valentinstagsbild habe ich schon gesehen. Das ist so ein süßer Gnom. Das sind so kleinere Bilder. Und ja, das schaut unbedingt mal rein. Ich habe schon ein Bild fertig von der lieben Pichu und eins angefangen. Ich werde auch noch mal ein Review zu machen. Die Qualität ist einfach top. Also ihr könnt da nichts falsch machen, wenn ihr bei ihr bestellt. Überhaupt gar nichts. Hier haben wir gleich direkt Pichu Moon Art. Es ist ein Künstlerbild, ein lizenziertes Bild. Pichu hat nur Künstlerbilder, also bezahlte Artwork, was richtig cool ist und vielen auch wichtig ist. Wir haben hier einen abgesteppten Wellenrand. Wir haben eine Flauschleinwand, richtig schön. Und sie glitzert. Eine Glitzerleinwand. Ja, das Bild ist relativ groß, deswegen mal gucken, ob ich das schaffe jeden Tag, wenn ich da ein bisschen hinterher. Hängen seid mir nicht böse, weil ich noch ein anderes Event habe, was ich nebenbei painte. Aber ich möchte wissen, was hier hinter ist. Also, es ist extra schon in Felder eingeteilt für euch. Und wie ein Adventskalender aufgebaut ist, nie nach der Reihenfolge, sondern man paintet Feld für Feld. Da ist jetzt zum Beispiel die 1. Und wo ist die 2? Da ist die 2. Und natürlich könnt ihr das Bild letztendlich so painten, wie ihr es möchtet. Aber ich würde es euch empfehlen. Wir haben jetzt hier eine ganz kleine Welle vom Aufrollen drin. Ist aber nicht schlimm. Ich werde da einmal die rausmachen. So, und zack, ist sie wieder draußen. Also das ist auch richtig, ich habe gerade gemerkt, richtig festes. Oh, sehr interessantes Abdeckpapier. Unbedingt aufbewahren. Das kann man bestimmt auch schon auch noch für andere Bilder benutzen. Das fühlt sich ja cool an. So richtig so Vinyl. Gar nicht wie Silikon. Liebe Pichu, was ist das für ein tolles Abdeckpapier? Sehr interessant. Fühlt sich wie Vinyl an. So, dann haben wir hier ganze 51 Farben, 50 mal 50. Und wir wissen natürlich nicht, welches Bild hier hinter steckt. Da bin ich sowas von gespannt. Und falls ihr das Bild nicht bekommen habt, einfach nächstes Mal geht in die VIP-Gruppe von Pichu auf Facebook. Die werde ich nochmal verlinken, wie gesagt. Und da seid ihr mal up to date, wenn es was Neues gibt. Und dann schnell bestellen immer. Und dann habt ihr auch eine gute Chance, da was zu bekommen. Wir haben richtig schöne Osterfarben. So Pastell. Richtig cool. Seht ihr diese Kombi hier? Das Gelb, das Blau, Lila und dieses Grün. Richtig schön. Brauntöne natürlich. Ich hoffe ja, dass es ein Hasi ist, wo ich auch von ausgehe. Da freue ich mich richtig drauf. Ich liebe Hasis. Wir haben eine Legende, weil wir die uns durch einen Sticker-Maker ziehen können, wenn wir möchten. Da ist natürlich kein Bild drauf. Aber wir haben trotzdem hier die Anzahl drauf. Ich liebe das, wenn dieses Papier noch dabei ist. Bei vielen Firmen, besonders bei den günstigen Firmen, sind die ja leider nicht nochmal extra, die Legenden. Das finde ich sehr schade und ich finde das richtig cool, wenn die dabei sind. Ja, wir haben hier einmal die Farben, die DMC-Nummer und wie viel Gramm da drin sind pro Tütchen. Also ihr könnt euch die Steinchen auch trotzdem nochmal kontrollieren. Ja, richtig schöne Osterfarben. Und wie gesagt, wir haben hier eine klasse Qualität. Wir haben hier schöne, schöne Harzsteinchen. Seht ihr das? Und ich werde bald euch nochmal ein Review geben und euch noch ein Bild zeigen, was ich fertig gepaintet habe. Ich bin auf jeden Fall begeistert von der Qualität, das kann ich euch sagen. Ein richtig schöner Braunton. Ein Hasi-Braun.
Ja, wie gesagt, bald gibt es Valentinstagsbilder und sie hat generell so viele Bilder. Also da sind um die 300 Bilder, wenn nicht sogar noch mehr, die sie von verschiedenen Künstlern anbietet. Und dann werden sie in Produktion gegeben, dass sie dann ungefähr 3 bis 4 Wochen wartet. Aber trotzdem ist es wert. Der Versand ist, also das Bild ist oft früher schon da. So habe ich die Erfahrung gemacht. Oh, ist das schön. Ein richtig schönes Türkis. Ihr seht, richtig schöne, hochwertige Hartsteinchen. Und bei Pichu habe ich, das muss ich auch nochmal sagen, die Steinchen sind nicht so aufgeladen, wie ich finde. Also das, da habe ich Firmen gehabt, wo die richtig doll aufgeladen sind. Und hier geht das tatsächlich. Und zur Not könnt ihr einmal ein Trocknertuch reinlegen. Das sollte das kleinste Problem sein. Ich liebe Hartsteine und das ist einfach eine super Qualität. So. Hier steht auch nochmal drauf, ihr findet sie überall. Sie ist auf jedem Kanal vertreten. Ich freue mich, das mit euch anzufangen. Schaut unbedingt mal rein. Auf den Kanälen bei Pichu und bei mir. Es ist mal wieder richtig schön gemacht. Auch dieser Zettel dazu einfach mit ganz viel Liebe. Ganz viel Liebe steckt drin. Und das merkt man. So, dann haben wir natürlich zu unserem Osterpaket, nicht natürlich, sondern ich möchte euch noch was zeigen, nämlich diesen Slot-Koffer, ich liebe ihn. Ich möchte euch ganz kurz nochmal 2, 3 Lieblingsprodukte zeigen. Ich liebe diesen Hardcase-Koffer und Leute, er kostet nur 20 Euro, also ich weiß nicht, 56 Döschen passen hier rein, es ist einfach mega. Ich habe hier auch schon abgekittet. Wir haben hier so Taschen, 4 einzelne, was auch richtig cool ist. Dann kann man hier einen Stift auch reinstecken. Hier kann man die Reststeine reintun. Hier kann man sein Arbeitsmaterial, Wachs oder auch Sticker reinpacken. Und der ist richtig hochwertig. Ich hoffe, Pichu, oder ich würde mir wünschen, wenn es noch 1, 2 Motive gibt. Das Motiv ist richtig schön. Aber damit ich den immer auseinanderhalten kann, habe ich gerne unterschiedliche Koffer. Und ich möchte unbedingt noch 1, 2 Koffer von ihr kaufen. Weil 20 Euro für 56 Slot in diesem Hardcase und dieser guten Qualität. Wir haben hier einen Henkel dran zum Tragen, für unterwegs auch perfekt. Und ja, ich liebe ihn einfach. Unglaublich. Einer meiner Lieblingsprodukte. Dann hat sie neue Stifte. Und Leute, ich liebe ihn. Er ist so schön leicht. Er liegt richtig gut in der Hand. Und wir haben hier einen richtig schönen Farbverlauf, Metallic-Farbverlauf. Die sind auch relativ neu. Richtig cool, ich liebe ihn. Ich painte fast immer mit dem, abwechselnd mit meinem anderen Stift noch. Ich finde ihn einfach mega gut. Er sieht richtig schick aus. Und wie ihr seht, er passt sogar richtig gut zu dem Koffer. Und ich liebe ihre Schiffchen, ihre großen Schiffchen. Sie hat welche mit Deckel. Ich habe hier auch noch einen Deckel, die muss man aber nicht mitbestellen. Man kann einen Stöpsel noch mitbestellen und man kann sie personalisieren lassen. Also den Deckel auf jeden Fall. Gibt es auch richtig schöne Farben, gibt es auch in kleiner. Und die Steinchen, die flutschen nur so schnell wieder raus. Man ist super schnell am Steine wechseln. Kann ich auch richtig empfehlen, diese Pichu-Stifte, Schiffchen und Stifte, genau. Und was auch noch richtig toll ist, sind die Duftkerzen. Ich liebe diese Soja-Duftkerzen. Da habe ich, glaube ich, schon fast alle. Ich glaube, mir fehlen noch 2 Sorten oder so. Und ja, das sind meine Lieblingsprodukte von ihr. Und natürlich die Bilderqualität. Schaut unbedingt gerne mal bei ihr rein. Und wir sehen uns dann beim nächsten VIP in Chat mit diesem Bild. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, wenn ihr dieses Bild habt. Und sonst einen wunderschönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben!